Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Mond in der Jungfrau, sehr spannend, sehr interessant, gehört wahrscheinlich zu den spontansten und aufregendsten und auch leidenschaftlichsten Besetzungen, die die Astrologie anzubieten hat. Kleines Beispiel, Mensch mit Mond in der Jungfrau möchte ein Eis essen. Okay, geht zu dem Geschäft hin und natürlich beim Italiener 5 Euro, das kommt nicht in Frage. Da geht man in den Supermarkt und schaut dort in der Abteilung sozusagen für Tiefkühlwaren und so weiter. Da gibt es solche Eisschlecker für, nehmen wir jetzt als Beispiel, 1,19 Euro. Ja, man greift zum Schiebetürchen hin, aber bevor man sozusagen aufschiebt, weil da ist auch Mond in der Jungfrau sehr, sehr vorsichtig, weil es könnte ja, wenn ich jetzt hier kurz aufmache und überlege, in diesen 3 Sekunden würde jetzt die 22 Grad Celsius warme Raumluft in diesen Kühler hineinströmen, wo ungefähr eine Durchschnittstemperatur von minus 3 Grad herrscht, und das würde dann eine Abkühlung von 0,2 Grad bei diesen Raumvolumen bedingen, und da überlegt dann der Mond in der Jungfrau, na, lassen wir mal zu, und besinnt sich, Moment, beim Supermarkt gegenüber ist aber derzeit Aktion, da kostet dieses Eis aber nur 89 Cent. Jetzt ist die Frage, der Supermarkt gegenüber ist aber doch in einiger Entfernung, ich bin aber jetzt mit dem Fahrrad hier. Soll ich vielleicht schnell den Bus nehmen, dann wäre aber wieder das Busticket teurer als der Einsparungseffekt beim Eisessen. Und irgendwann ertönt dann aus dem Supermarkt, sozusagen Mond in der Jungfrau, in seiner absoluten Spontaneität gefangen, bitte, liebe Kunden, wir schließen in 5 Minuten den Supermarkt, und das war's dann. Das Projekt Eisessen wird dann auf den nächsten Tag verschoben oder auch auf das nächste Jahr. Das ist noch nicht ganz so klar herausgekommen, aber eines erkennen wir auf jeden Fall. Jungfrau-Geborene, Jungfrau-Mond-Geborene haben ein großes Problem mit der Genussfähigkeit. Immer wenn sich der Mond in der Jungfrau dabei ertappt, so etwas so richtig aus tief empfundener Freude heraus vielleicht tun zu wollen, kommen Schuldgefühle auf. Das in Afrika verhungern die Kinder. Im Osten ist Krieg und ich esse jetzt hier ein Eis. Was bin ich nur für ein unglaublich schlechter Mensch? Mond in der Jungfrau ist Meister des Reduzierens. Mond in der Jungfrau zählt auch die Atemzüge, welche man so jeden Tag, also ohne CO2-Druck, also das hat mit dem Geschwurbel überhaupt nichts zu tun. Ja. Das kommt aus dem Mond in der Jungfrau selber heraus, und das Bedürfnis, auch Luft einzusparen, erstreckt sich dann darauf, dass man die Atemzüge verlängert. Aber nicht aus meditativ-spirituellen Überlegungen, sondern ganz einfach, um sozusagen die neuronalen Prozesse im Gehirn positiv zu beeinflussen, weil die Jungfrau weiß, dass, also Mond in der Jungfrau weiß, dass 100 Milliarden Gehirnzellen unheimlich viel Sauerstoff verbrauchen. Das wiederum fördert den Alterungsprozess. Jetzt weiß aber Mond in der Jungfrau, wenn man langsamer atmet, dann bekommen die Neuronen gar nicht so viel Sauerstoff. Das heißt, der Alterungsprozess kann dann auch tatsächlich reduziert werden. Das ist die Schildkrötenlogik. Also das heißt, ganz spannende Besetzung. In der Kindheit war die Familie in einer sehr schwierigen Situation. Ja? Die Eltern wollten sich zum Beispiel eine neue Existenz aufbauen. Und hier musste jetzt gespart werden. Musste gespart werden. Und genau in diese Zeit der Sparsamkeit ist zum Beispiel das Kind dann mit Mond in der Jungfrau hineingewachsen. Die Eltern haben dann zum Beispiel Erfolg gehabt mit dem Geschäft, es ist alles gut gelaufen, und dann kommt zum Beispiel ein Kind, ein Nachzügler mit Mond im Löwen. Mond im Löwen, ja gut, das sind die beiden egoistischen Sternzeichen, also auf den Mond bezogen, Mond im Krebs, Mond im Löwen, das ist rein hundertprozentig nur ich bezogen. Ja? Und aus diesem Gefühlsquadranten führt dann die Jungfrau heraus. Und dieses jüngere Geschwisterchen hat zum Beispiel den Mond im Löwen ein Leben lang. Und wer Mond in der Jungfrau hat, hat ihn auch ein Leben lang. Das heißt, hier wurde die Energie der frühen Kindheit, der Situation der Eltern quasi gefroren. Und das ist die Tragödie. Das ist die Tragödie der Astrologie, dass wir eben hier gelebte Momentaufnahmen sind. Wir sind sozusagen Gefangene der Schwingung zum Zeitpunkt der Zeugung.
Und obwohl das hier dann die Geburt ist, aber letztendlich geht es sozusagen um die Energie zum Zeitpunkt der Zeugung. Ja? Der Geburtsprozess beim Mond in der Jungfrau ist oft schwierig gewesen. Schwer. Menschen mit Mond in der Jungfrau empfinden das Leben als schwierig, als mühsam. Übrigens alle Mondbesetzungen, ja, auch Mond im Stier, Mond im Steinbock, empfindet das Leben als schwierig und hart und anstrengend. Jungfrau gilt als das Zeichen der Arbeit und des Fleißes. Aber beim Mond in der Jungfrau haben wir es mit der Kontrolle der Gefühle zu tun. Warum? Weil Merkur beherrscht die Jungfrau. In dem Horoskop ist er genau am Aszendenten. Ja, beherrscht die Jungfrau und hier kontrolliert er die Gefühle total. Ja. Die Gefühle werden auf ein schmales Rinnsal reduziert. Ja. Also wo sie zum Beispiel, ich weiß nicht, beim, sagen wir, Mond in den Fischen oder, naja, auch nicht so, Mond in den Fischen. Interessant sind oft Feuermondbesetzungen, die können ihre Gefühle sehr, sehr stark zum Ausdruck bringen. Ja? Und hier beim Mond in der Jungfrau ist halt eine starke Reduktion der Gefühle angesagt, denn es geht darum, die Welt da draußen abzuwehren. Die Welt da draußen wird als riesengroße Bedrohung wahrgenommen. Ja? Also das heißt, man hat ein Kastenriegelschloss, man hat man hat Überwachungskameras, man hat sozusagen Alarmanlagen installiert, dass die Wohnung oder das Haus gleicht einer Art Hochsicherheitstrakt. Ja? Also das heißt, man vertraut sich sogar nicht einmal selbst. Und woher kommt das Ganze? Das Ganze kommt daher, dass eben aus dem Unterbewusstsein oder ins Unterbewusstsein, dass hier kein Zugang besteht. Das heißt, es ist ein lebenslanger Abwehrprozess, von sozusagen Angriffen der Außenwelt, ohne aber selber zu erkennen, dass diese gefühlte Opferrolle nichts anderes ist als ein Nichterkennen der eigenen emotionalen Botschaften. So heißt zum Beispiel der Angst vor Verlust, dass man es in Wahrheit loswerden möchte. Verrückt, oder? Mond in der Jungfrau möchte genau genommen vom Besitz befreit sein und hütet den Besitz wie einen Augapfel und wird dann tatsächlich immer wieder Opfer von Diebstahl. Kann ich bestätigen. Mir wurde extrem viel gestohlen. Ich würde sagen, ja, das geht schon weit über 70.000 Euro, die mir im Laufe meines Lebens gestohlen wurden. Ich habe übrigens Mond in der Jungfrau. Ja, also das heißt, hier die Angst vor Verlust bedeutet ja nichts anderes, als die Dinge loswerden zu wollen. Es ist ganz verrückt. Und das ganze Leben besteht dann eben aus Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, indem man es kompliziert macht. Unheimlich kompliziert. Mich würde es natürlich interessieren, wenn jemand eine Firma für Diebstahlschutz oder dieses, nicht Security, aber diese Firmen, wo man eben Häuser oder Wohnungen absichert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mitarbeiter oder der Chef dort auch den Mond in der Jungfrau hat. Weil hier hat Merkur das Denken, das Sagen. Und das ist sehr, sehr kritisch. Wir haben auch hier bei Mond in der Jungfrau dieses latente Stimmungsbild, dass eben die Mutter den Vater große Vorwürfe gemacht hat. Er würde nicht genug für die Familie tun, er bringt nicht genug Geld nach Hause, nur hat sie ihn nicht getraut, sich zu kritisieren. Und jetzt wurde das Jungfrau im Mond geborene Kind halt in Grund und Boden kritisiert. Und das wird dann auch im späteren Leben übernommen, dass man dann eben auch alles andere kritisiert. Und dieser ständige Abwehrkampf gegen die eigenen Gefühle drückt sich im täglichen Leben durch Fleiß aus. Ja? Das ist einfach ein Zwang, immer irgendetwas zu tun, irgendetwas zu machen, irgendwie unterwegs zu sein. Für Meditation ist vielleicht Mond in der Jungfrau nicht die beste Besetzung, außer man möchte ein Buch über Meditation schreiben, dann vielleicht ja. Wir haben, ganz witzige Konstellation, den Mond nicht nur in der Jungfrau, sondern auch im sechsten Haus. Wahnsinnig stark gestellt. Also es sind zweieinhalb sehr starke Nachdenkfühltage.
Und witzigerweise haben wir quasi als Gegenstück dazu den Merkur, aber sowas von exakt am Aszendenten, dass ich das in dieser Präzision noch niemals gesehen habe. Schauen wir mal. Der Merkur steht auf 9 Grad 59, also 10 Grad. Ja? Und der Aszendent steht auf 10 Grad 6 Minuten. Also nur 7 Minuten. 007, ja? 007 ist am Aszendenten aktiv. Wer hätte das gedacht? Steht aber für die Bevölkerung. Spitze viertes Haus in den Zwillingen. Und jetzt wird es interessant, weil der natürliche Herrscher, also in dem Fall die natürliche Herrscherin des vierten Hauses, ist der Mond. Ja? Mond in der Jungfrau und gleichzeitig Spitze viertes Haus, Verzeihung, in den Zwillingen. Also eine Verschränkung der beiden Merkur-Energien, weil Merkur in Zwillinge ist quasi ein Gegenstück, hat aber mit Merkur in der Jungfrau überhaupt nichts zu tun, so ganz und gar nicht. Weil ich möchte nicht sagen, dass der Mond in den Zwillingen verantwortungslos ist, aber er ist heiter, er ist luftig, er ist leichtlebig, er ist unpünktlich, also geniale Energien. Und so ziemlich das genaue Gegenteil ist der grüblerische Nacht, also die Mondin, die nachdenkliche Mondgöttin in der Jungfrau sozusagen, die es dann doch irgendwie eines Tages doch schafft, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Also ganz spannende Geschichte. Wir sehen hier den Merkur als alles beherrschenden Planeten für diese 2,5 Tage. Der hat absolut das Sagen. Es handelt sich hierbei um die Bevölkerung, aber auch interessanterweise, naja, Verträge würde ich jetzt hier nicht so sehr sehen. Außenwelt, ja, die Außenwelt, die Bevölkerung, Außenwelt, es schaut so aus, ja, es schaut so aus, als würde die Bevölkerung jetzt auf die Straßen gehen, als würde die Bevölkerung jetzt hinausgehen. Drittes Haus ist ja auch die Straße. Spitze drittes Haus befindet sich ebenfalls in den Zwillingen. Und ich würde sagen, in diesem Fall geht es mehr um die Straße, um die Öffentlichkeit 3 und 7, als um Wirtschaft, Handel und Industrie. Ja, das können wir mal für ein 2,5 Tageshoroskop ein bisschen ausklammern. Hier steht die Bevölkerung im Vordergrund und Mond im sechsten Haus in der Jungfrau bedeutet natürlich noch immer, dass die Bevölkerung krank und schwach ist. Und natürlich, Mond in der Jungfrau ist das Zeichen der Ängste. Das heißt, hier hat die Bevölkerung offenbar doch noch immer große Angst vor diesem Thema. Ich kann nur sagen, was hier steht. Und das ist eben Mond im Sechsten in der Jungfrau, steht eben für große Angst vor diesem Thema. Andererseits haben wir hier über die Halbsumme, ich lasse sie noch gelten. Ja. Wir haben zwar schon ein Grad auseinander, aber sei es drum, es gilt angeblich nur ein halbes Grad, aber sind wir nicht so kleinlich. Wir haben hier eine Halbsumme zwischen Sonne, Merkur und Jupiter. Und ich schaue dann nach, vielleicht, naja, das dürfte ein bisschen zu kurz sein, mit Neptun, das geht sich noch nicht aus, aber eher würde es sein, die Halbsumme zwischen Merkur und Halbsumme Sonne, Neptun, aber das wird dann ein bisschen kompliziert. Ich würde sagen, das behalten wir uns dann für den dritten Teil vor. Ende.